Auflösung des Verfassungsschutzes ist meiner Meinung nach nein. Denn der Verfassungsschutz hat seine Berechtigung. Es gibt nämlich in unserem Land leider, muss ich sagen, unterschiedliche Bestrebungen, die sich gegen unsere freie und demokratische Grundordnung richten. Und da mache ich überhaupt keinen Unterschied daraus, ob jetzt das Ganze politisch extremistisch motiviert ist oder religiös extremistisch motiviert ist. Wir haben unterschiedliche Bedrohungsszenarien in unserem Land. Und wir müssen uns als wehrhafte Demokratie auch in die Lage versetzen, solche Bestrebungen, die ein anderes Land wollen, auch entgegenzusetzen. Inwieweit man so ein Amt strukturiert und kontrolliert, da lasse ich gar nicht mehr reden, aber dass man so etwas braucht als wehrhafte Demokratie, das halte ich für erforderlich. Da kann es ja unterschiedliche Meinung geben, aber das ist mein Statement dazu. Heute geht es wirklich um Rechtsextremismus, von daher können Sie durchaus in unserem Lage brauchen. Der Feind steht rechts. Ich habe ja aber schon angedeutet, dass man hier die Augen in alle Richtungen offen halten sollte. Es gab auch in unserem Hessenland einen islamistisch motivierten Anschlag. Ich will das jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht hier diskutieren, aber in Frankfurt wurden auch US-Soldaten erschossen auf hessischem Boden aufgrund einer extremistischen Motivation heraus. Das muss heute hier nicht diskutiert werden, aber so etwas gibt es in unserem Land. Und dementsprechend kann man nicht nur sagen, man braucht, wie gesagt, diese Institutionen, diese Instrumente nicht. Und man muss sich nur auf eine Form von Extremismus konzentrieren. Die steht hier heute im Fokus. Am Recht ist auch die größte Gefahr, das größte Bedrohungsszenario. Aber es gibt auch andere Tendenzen. Ja, das war die Frage. Genau. Ja, da kann man unterschiedlicher Auffassung drüber sein. Es wird auch sehr kontrovers diskutiert, wie das mit dem Verfassungsschutz weitergeht und wie diese Behörde organisiert wird. Ich glaube, dass wir schon auch als wehrhafte Demokratie wissen müssen, was in gewissen Extremismusbereichen passiert. Die Frage ist, wie man es organisiert. Und die Frage, die noch viel wichtiger ist, finde ich, wie man die demokratische Kontrolle organisiert. Das ist eines der Ergebnisse aus der Debatte um diese NSU-Morde, dass die parlamentarische Kontrolle, so wie sie zumindest bei uns in Hessen organisiert ist, andere Länder, der Bund hat da mittlerweile ein wesentlich weitgehendere Rechte der parlamentarischen Kontrollkommission eingeräumt, aber wir müssen dringend diese Kontrolle verbessern und auch die Leute, die dort für die Fraktionen in diesen Kontrollgremien drin sitzen, stärken. Das ist zumindest eine der Sachen, die ich heute schon als Lehren daraus ziehe, aber auch das alles am Ende der ganzen Debatte. Und da muss man einen Strich runterziehen und muss sagen, für und wieder macht es Sinn, dass jedes Bundesland solche Behörden unterhält, macht es Sinn, dass wir daneben noch Bundesbehörden haben, dass wir dann noch Landeskriminalämter, Bundeskriminalämter und, und. Also wir haben da ziemlich viele Behörden, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Da muss man, glaube ich, generell mal drüber sprechen, wie man es organisiert und wie man es macht. Aber das sind auch komplizierte verfassungsrechtliche Fragen. Der Föderalismus und anderes will ich hier nur als Stichworte angeben. Eine interessante Frage finde ich die gesellschaftliche Dimension. Es ist in der Tat so, dass wir diese gesellschaftliche Dimension im Blick haben müssen und dass wir auch die Frage ganz konkretes Rechtsextremismus diskutieren. Ich meine, Sie haben es selber angesprochen, Sie sind da aktiv. Das ist bei uns in Nordhessen ein Problem, das wissen wir. Wir wissen, dass es in Schwalm-Eder ein Problem gibt. Wir wissen, dass es hier in Kassel zum Teil Probleme gibt. Sie haben das ja alles benannt. Wir haben in Südhessen in der Wetterau Probleme gehabt. Wir haben in der Stadt Frankfurt Leute, die sich sozusagen als freie Kräfte da organisieren. Das ist ein Problem. Und ich finde, das ist auch was mich ärgert, wenn wir das im Landtag diskutieren. Ich bin sofort sprachfähig, über alle Fragen des Extremismus mit Ihnen zu diskutieren. Aber ich will nicht, dass wir in jede Debatte immer, wenn man rechts sagt, auf links, auf Islamismus, Salafismus, alles gleich aufzählen, sondern hier geht es um eine Extremismusform, das ist Rechtsextremismus. Und da finde ich, haben wir auch die Pflicht und Schuldigkeit, uns intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wenn demnächst was anderes ansteht, dann rede ich über ein anderes Thema. Aber ich bin jetzt dafür, Rechtsextremismus zu diskutieren. Was kann ich sagen? Initiativen des Landes, die auch gut sind, das mobile Beratungsnetz, wir haben
Fragen, wir haben die Unterstützung von Behörden, wo es Leute gibt, die sozusagen ausstiegswillig sind aus dieser Rechtsextremismus-Szene. Das ist auch ganz erfolgreich. Aber wir stellen schon seit Jahren als Fraktion im Hessischen Landtag Anträge, dass man die Mittel in diesem Bereich ausweitet, weil wir wissen, dass wir dort eigentlich einen höheren Bedarf haben, als wir Mittel zur Verfügung zu stellen haben. Das wird uns in den vergangenen Jahren, wieder abgelehnt. Gleichwohl werden wir das auch beim nächsten Mal wieder stellen, weil ich glaube, diese gesellschaftliche Dimension müssen wir klar machen und wir müssen die unterstützen, die zivilgesellschaftlichen Initiativen unterstützen, die in diesem Bereich tätig sind. Und auch manchmal aus sehr furchtbaren Gründen.
ich war dabei, das Bundeskriminalamt hat ja als einzige dieser Behörden sehr umfassend aufgeklärt und sehr vorbildlich das aufgeklärt, was damals passiert ist und wer so alles eingesetzt war. Ich habe die Dokumentation gelesen, die das Bundeskriminalamt den Auftrag gegeben hat, sehr schonungslos aufzuklären, wer da wie eingesetzt wurde. Das besteht im Verfassungsschutz noch bevor. Aber es waren auch Gründe, die Amerikaner haben damals auf sich Leute wiedergeholt, um eigene strategische Fragen dort klären zu können. Auch das gehört zur Aufklärung dann mit dazu. Ich glaube, das trifft aber alle Behörden. Wir haben das im Hessischen Landtag auch beantragt, dass das bei unseren Verfassungsschutzbehörden gemacht wird. Und die sind jetzt auch gerade, dabei Bauer, das kann ich sagen, dabei, auch ihre Geschichte aufzuarbeiten. Des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, inwieweit auch dort Nazis eingesetzt werden. Das gehört auch dazu in der Aufarbeitung. Aber ich glaube, da müssen wir so ehrlich sein, dass es nicht nur die Verfassungsschutzämter betrifft, sondern alle Ermittlungsbehörden in Deutschland. Das gehört leider zur traurigen Wahrheit dazu. Und das muss unbedingt, zwingend überall aufgeklärt werden, damit auch dort Transparenz herrscht und dort auch klar ist, warum und wie dort ehemalige Nazis auch eingesetzt wurden. Gestatten Sie, dass ich noch was ergänze? Es wurde ja die gesellschaftliche Dimension noch angesprochen, zu der habe ich mich noch nicht geäußert. Es ist ganz wichtig, dass man natürlich als Land Hessen auch in die Präventionsarbeit investiert. Und da will ich nur erwähnen, um ein paar Fakten einfach zu nennen, dass der Hessische Verfassungsschutz ja seit 2008 über ein Kompetenzzentrum Rechtsextremismus verfügt, der sich intensiv damit beschäftigt, welche Rolle zum Beispiel das Internet hat, welche Rolle rechte Musik oder auch die sogenannten Schulhofs-TVs haben. Da werden besondere Berufsgruppen informiert, Lehrer, Richter, Bewährungshelfer oder Kommunalpolitiker. Und ich war gerade gestern, wie viele Kollegen auf dem Hessentag hatten, gestanden, die Informationsbroschüren zum Beispiel, die Kennzeichen, die Symbole der Rechtsextremisten, die waren Semmel den Leuten anstatt aus der Hand gerissen, dass man hier aufgelegt Informationsleistungen auch bringt, das passiert. Man kann immer darüber streiten, ob es genug ist und ob genug Ressourcen zur Verfügung stehen, aber es passiert etwas. Es gibt in Hessen auch Schatzsteigerprogramme, die von Landesgeldern finanziert werden. Ich will zum Beispiel das Projekt Icarus erwähnen, in dem in den letzten 10 Jahren knapp 60 Leute auch den Weg aus dieser Szene gefunden haben, aber nicht nur die Betroffenen selbst können, wie gesagt, Aussteigerprogramme als Hilfe ansteuern, sondern es hat eine Beratung von Eltern, Arbeitgebern, deren Kinder oder deren Mitarbeiter eben in der Szene abgleiten. Es gibt darüber hinaus noch ein Modellprojekt Rote Linie, eben den Hilfen für den Ausstieg vor dem Einstieg, also da soll gerade auch das Abtreten von Jugendlichen durch Prävention, Aufklärungsarbeit und Rechtsextremismus entgegenbringen. Es gibt Programme, man kann sich neue ausdenken, man kann sich besser ausstatten, aber es wird eine Menge gemacht. Natürlich darf ich diesen bisschen einschätzen. Will ich noch mal sagen, dass für unser Hessenland, es gibt die sogenannte Häufigkeitszahl, das sind die Delikte pro 100.000 Einwohner, da kann man dann vergleichen. Ich bin kein Fan von Statistiken, da kann man mehr oder weniger alles belegen. Aber um mal die Zahl zu nennen, 100.000 Einwohner, wie viele Fälle und Delikte gibt es in gewissen Gewalt- oder polizeilich festgestellten Bereichen, da ist unser Bundesland Hessen mit bei den niedrigsten Zahlen, unter den 5 Bundesländern, die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner. Wir haben darüber hinaus auch bundesweit eine der höchsten Aufklärungsquoten, unabhängig jetzt von dem konkreten Fall und der NSU-Serie. Ja? Das sind die allgemeinen Zahlen von Delikten. Darf man bei der Gelegenheit, auch wenn Sie ja jetzt schon sind, das sind die Zahlen der Polizeikriminalitätsstatistik, sind es die Zahlen für Hessen, die man auch berücksichtigen muss, es passiert eine ganze Menge. Und damit auch noch mehr passieren kann, ist es von zweiter entscheidender Bedeutung, dass natürlich die Sicherheitsbehörden entsprechend ausstatten. Man muss konsequenterweise auch sagen, ich brauche mehr Geld für Polizisten, für Polizeibeamte, die brauchen eine ordentliche Ausstattung. Und dann darf ich sagen, dass diese Landesregierung in Anführungszeichen in den letzten 10 Jahren mehr Polizisten eingestellt hat, dass die Polizisten besser ausgestattet sind, dass sie besser bezahlt werden als in anderen Bundesländern. Das sind auch Dinge, die in den letzten 10 Jahren sich entwickelt haben. Wir haben mehr Polizeibeamte auf der Straße als je zuvor. Sie können immer noch sagen, es reicht nicht, passiert immer noch genug, aber das ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung, dass man hier bei der hessischen Polizei auch nicht spart, sondern sie auch mehr ausstattet und besser wertschätzt, weil sie machen eine hervorragende Arbeit und leisten einen hervorragenden Dienst für unsere Gesellschaft. Ja, erstmal vielen Dank. Bevor wir jetzt zu weiteren Fragen kommen, will ich noch um einen Aspekt ergänzen. Es gibt aus der Organisation der Menschenkette seinerzeit heraus ja auch mittlerweile eine Arbeitsgruppe auf städtischer Ebene, die sich mit Fragen des Rechtsextremismus befasst. Und es gibt auch zu diesen Fragen eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Polizei. Beispielsweise wird im Herbst der Präventionstag zu
Subthema Rechtsextremismus stattfinden und es wird demnächst auch in einem Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung wird die Polizei ihre Erkenntnisse über den Rechtsextremismus in Kassel und ihre Präventionsmaßnahmen dort vorstellen. Ich glaube, diese Verzahnung jetzt jenseits, ich sag mal, der parteipolitischen Gewichtung ist wichtig, wenn wir uns mit Rechtsextremismus in dieser Stadt befassen, dass wir konkret Stadt und Land gemeinsam Maßnahmen ergreifen. So, jetzt die nächsten Fragen. Sie wollen da auch noch Fragen, aber es gibt. Ja, ich habe es bisher so gemacht, dass die am Mikrofon sind, selbst einiges für die Reihenfolge. Das fand ich sehr angenehm und hat auch wunderbar geklappt. Also, erstmal fand ich die Bemerkung genauso ehrlich, der CDU vor allem, wieso man diese Geschichten relativiert, verstehe ich immer noch nicht. 20 Jahre suchen diese Tote und immer noch wird gesagt, Rechtsextremismus in Deutschland werden nicht organisiert genug und wir müssen stark. Also, ich kapiere es nicht, denn ich weiß, dass es auch in diesem Land, vor allem in Osten, Ortschaften gibt, wo sozusagen Veranstaltungen, die gegen rechts sind, die nicht mal durch die Polizei sozusagen geschützt werden können, weil die rechtsextremen Gruppierungen einfach die Ortschaft im Griff haben. Das ist eine Pleite, das ist eine Pleiteerklärung für einen sogenannten Rechtsstaat, in Anführungsstrichen. Das muss ich einfach loswerden. Als nächstes, ich möchte so ein bisschen ins Detail gehen, weil ich denke, Sie haben sich in die Thematik eingelesen und wissen wahrscheinlich viel mehr als ich. Ich habe da nur ein paar Informationen zusammengetragen. Es ist mir einfach, ich verstehe nicht, wieso die Beate Schäfer, sie hat ja im Jahr 1998 eine Garage angemietet, wo ja Bomben gefunden sind. Also das waren ja Rohrbomben, 1,4 Kilogramm TNT. Wieso hat es 2 Tage gedauert, um da ein Haftbefehl aufzustellen? Also so viel zu der guten Arbeit der Polizei und der Sicherheitsbehörden. Wieso dauert das? Hat man einen Mietvertrag gesucht oder keine Ahnung. Die nächste Frage wäre, der Thüringer Verfassungsschutz, obwohl da eine Fahndung sozusagen rausgegeben wurde, hat der Thüringer Verfassungsschutz es verschwiegen, obwohl sie Observationsfotos hatten von Theo, wo sich eben diese Extremisten aufhalten und haben den Fall als leider erfolglos abgestellt. Eine weitere Frage, der Theo wurde ja schon mal, oder die SEK, Thüringer Spezialeinsatzkommando SEK wollte ja schon mal zugreifen oder beziehungsweise eingreifen und wollte 1999, waren kurz davor sozusagen diese zu fassen, wurden aber angeblich vom LKA zurückgeführt. Wieso? Keine Ahnung. Also ich wäre, es würde mich freuen, wenn mir da jemand eine Erklärung abgeben könnte. Als nächstes möchte ich auch das. Soweit aufhören, wieso? Ja, im Dezember 2011 wurde bekannt, dass wichtige Beweismittel, die aus den führenden Ermittlungen gegen die Jena Haupttäter Tschäke, Montus und Bernhard stammen, unwiderbringlich verloren sind. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass die Polizei, BKA oder LKA, wer auch immer, dass da Beweismittel vernichtet werden? Kann mir das jemand erklären. Ich würde gerne wissen wollen oder Ihre persönliche Einschätzung erfahren wollen. Was sagen Sie eigentlich dazu? Ich bin der Meinung, dass in Europa vor allem, also nicht nur in Deutschland, dass in Europa der Rechtsextremismus wieder auf Vordermann ist. Und dass gerade die Parteien, die Spitzen repräsentieren, rechts, links, was auch immer, dass diese an die Macht kommen. Das haben wir jetzt in Deutschland gesehen. Wir sehen, dass zum Teil hier in Deutschland, die rechtsextremistischen Parteien und Regierungen an Einfluss gewinnen und würde gerne Ihre Einschätzung dazu machen. Danke. Wir haben noch eine Frage. Ja, okay, dann machen wir eine andere Frage. Schnell, bei der Tat. Ist es ganz kurz. Mir ist es ganz kurz. Mein Name ist Helga Zickler. Und für mich ist es. Ja, nochmal zurück in die erste Hälfte des Abends, als es um den Mord an Hanni Jörschler ging. Und da ist für mich sehr, sehr deutlich geworden, was ich eigentlich auch schon wusste, aber das war jetzt nochmal sehr deutlich, finde ich, dass es wahnsinnig viele offene Fragen gibt. Und dass es kein Vorwurf an Sie. Ich habe auch sehr gut verstanden, dass Sie diese Fragen nicht beantworten. Sie wissen es schon nicht und haben auch selber gesagt, also ich weiß nicht, was da alles kommen wird.
Das ist für mich nochmal wieder deutlich geworden, um das festzuhalten. Wir wissen nichts. Für mich ist jetzt die Frage, wie schätzen Sie das ein oder können Sie konkreter etwas dazu sagen, wann das Verfahren und wann der Prozess eröffnet wird? Ich habe in den Medien unterschiedliche Hinweise gefunden, das war mir sehr schwammig. Wenn Sie da etwas Konkreteres sagen können, wird das noch in diesem Jahr sein? Denn ich erhoffe mir natürlich davon, von dem Verfahren und dem Prozess, dass wir auch konkrete Antworten haben. Danke. Also mit Blick auf die Uhr würden wir jetzt die anderen Fragen auch noch nehmen, weil wir es physisch Abgeordneten zugesagt haben, dass Sie um 9:15 von hier wegfahren können. Und Frau Scholz, die jetzt aus der Vollsperrung auf der Autobahn noch zu uns gefunden hat, wird dann in der Schlussrunde ein bisschen länger antworten können. Mein Name ist Renate Weischnitt und ich möchte das auch nochmal auf eine etwas andere Spur lenken, die Diskussion. Es wurde vorhin auf dem Podium gesagt, ganz zu Anfang, dass Sie sich alle nicht vorstellen konnten, dass es so eine Mordserie durch rechtsextreme Menschen geben würde. Es hat über mehrere Jahre Brandanschläge gegeben und wer in der Öffentlichkeit Häuser ansteckt, dem sind feige Morde aus Minderheit durchaus zuzutrauen. Von daher verwundert mich das sehr. Zu den Ursachen denke ich, Rechtsextremismus entwickelt sich immer dort, wo menschenverachtend über Jahrzehnte gehandelt wurde. Und menschenunwürdig ist in diesem Land über viele Jahre in ganz kleinen Schritten immer wieder gehandelt worden, sei es in den Arbeitsbereichen, sei es in der Bildung. Es wurde immer nur geredet, dass da etwas gemacht wird, gekommen ist nichts. Und da muss man sich nicht wundern, wenn entsprechende Tendenzen einfach zunehmen. Und wenn ich heute daran denke, dass eben die Kindertagesplätze nicht in der Form ausgebaut werden, wie es eigentlich nötig wäre, den Familien die Unterstützung nicht gegeben wird, im Lehrerbereich und Erzieherbereich dermaßen weggespart wird, dann finde ich das einfach, da fehlen einem die Worte zu. Und das sind Präventionsmaßnahmen, die man durchaus machen könnte, ohne dass man hier mit Polizei und verstärkte Kontrolle hier und da einhalten müsste. Das war's. Vielen Dank. Dann haben wir noch zwei Fragen, glaube ich, jetzt. Ne? Thomas Aleschewski ist mein Name, ich komme aus Kassel. Ich möchte Ihnen zunächst was mit nach Hause geben auf die Reise. Eine Bitte oder zwei. Das Erste. Die Menschen aus der Polizei und aus dem Verfassungsschutz arbeiten ja nicht nur vom Fluss auf hin, sondern engagieren sich teilweise, werden vertreten durch Berufsverbände, durch Polizeigewerkschaften und so weiter. Ich würde Sie bitten, mit diesen Kreisen sehr intensiv zu sprechen. Ebenso mit dem Migrationsbeauftragten bei der Polizei. Weil der aber ungeheuer wertvoll ist im Hinblick darauf, dass der rechte Sumpf innerhalb der Sicherheitsbehörden zunehmend ausgetrocknet wird. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch deren wichtiges eigenes Anliegen, darauf zu achten, dass Diskriminierungen, Fremdenfeindlichkeiten, Rassismen bis hin zum extremistischen Denken und auch Verhalten einfach nicht hinnehmbar ist in so einer demokratischen Gesellschaft. Als Zweites möchte ich mich bei Ihnen bedanken als Abgeordneter, dass Sie sich über die Monate hinweg mehr zusammengerauft haben als am Anfang. Alles das, was scheibchenweise an Informationen rüberkommt, beschädigt Menschen. Was ja heute nicht Thema war, was aber jeder von uns weiß, ist, dieses Leiden wird auch durch die heutige Diskussion nicht beendet, sondern weiter fortgeführt. Das Leiden hört ewig nicht auf. Eine Replik an die Kasseler Kommunalpolitik, amtlich oder nicht amtlich, mit Mandat oder ohne. Nach der Menschenkette gab es auch den Jahresempfang im Rathaus und danach habe ich wohl den Satz gehört und jetzt ist alles gut. Ich hoffe, ich habe es falsch gehört, weil es ist eigentlich nicht sehr viel gut. Wir reden nicht über das, was in Köln passiert war, diese Splitterbombengeschichte in der Geschäftsstraße mit sehr vielen deutsch-türkischen Geschäftsleuten. Wir reden nicht darüber, wie viele Rechtsextreme den Umgang mit Waffen und Sprengstoff gelernt haben. Und im Endeffekt wäre das die zweite Bitte, die ich neben dieser Gewerkschafts- und Berufsverbände-Geschichte an Sie hätte. Schauen Sie bitte nach,
warum in Dänemark die Rechten machen können, was sie wollen. Sich treffen können, publizieren können, was auch immer. Schauen Sie bitte nach, warum in Tschechien deutsche Neonazis Waffentraining durchführen dürfen. Es ist nicht nur ein hessisches und nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein Problem, was wir, die deutsche Demokratie, mit unseren Nachbarstaaten, die auch alle Demokratien sind, zu tun haben. Bitte gehen Sie auch in die Richtung weiter. Alles andere schenke ich mir aus Zeit. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist jetzt die letzte Frage und dann machen wir hier noch eine Schlussrunde. Ja, mein Name ist Krause Filmer, ich bin auch Kasseler Bürger, seit 37 Jahren. Nur, zunächst mal, wonder. Ich wundere mich, ist vorsichtig zu sagen, dass bei dieser denkwürdigen Veranstaltung, und ich freue mich, dass vier Abgeordnete und Kompetente in der Sache hier in Kassel auftreten, die HNA heute und gestern kein Wort darüber berichtet hat. Am Montag war eine schmale Notiz, aber wie gesagt, das finde ich einfach, damit bin ich nicht einverstanden, aber das nur am Rande. Ich möchte zwei Hinweise geben. Das eine ist, es ist eine zivilgesellschaftliche Frage, keine Frage, und wir haben ja auch hier bei der Menschenkette und bei anderen Gelegenheiten das zum Ausdruck gebracht, dass wir als Teil der Zivilgesellschaft das Problem verstehen. Aber es ist eben auch eine Staatsfrage. Und das wurde ja auch deutlich an einigen Beispielen. Und vor einiger Zeit erschien ein Artikel in der HNA, hilflos gegen rechts. Es ging darum, dass ein grüner Abgeordneter hier im Stadtparlament den Magistrat gefragt hatte, was kann er tun, wenn rechtsradikale, gewaltsam auftretende Skinheads in der Nordstadt auftauchen und Bürger, Bürgerinnen, auch insbesondere ausländische Bürger, faktisch bedrohen. Und ich habe dann den Bürgermeister Kaiser gefragt, ob das wirklich stimmt, dass ich da nicht mehr sei. Konnte mir das nicht vorstellen. Er hat mich auch differenziert aufgeklärt, nein, das ist keineswegs so. Und in dem Schreiben von Bürgermeister Kaiser steht ein Satz, der vielleicht auch für die künftige Auseinandersetzung mit dem Problem nicht unwichtig ist. Er schreibt, bedauerlicherweise binden der Landesverfassungsschutz und auch die Polizei die Ordnungskräfte der Stadt oder gar den Magistrat nicht in die entsprechenden Ermittlungen ein. Leider werden bereits vorhandene Kenntnisse an die städtischen Behörden nicht automatisch kooperieren, weitergeleitet. Das ist ein Punkt, und ich habe ihn darauf geschrieben, wer den Polizeipräsidenten und auch den Leiter des Verfassungsschutzes, der lange vorher auch in Kassel tätig war, fragen, ob das in Zukunft so bleiben soll. Denn es ist ja auf der Hand liegend, dass wir hier mit den politischen Behörden, die Polizei und Verfassungsschutz, mit den demokratisch gewählten Behörden eng kooperieren muss in dieser Frage. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das allgemeine Bewusstsein der Kriegserklärung der Rechtsradikalen noch nicht in allen Köpfen wirklich angekommen ist. Und es bedarf ja nur eines historischen Rückblicks. Es gab gestern 90 Jahre her, dass der Namensträger dieses Hauses von zwei Rechtsradikalen mit dem Tod bedroht wurde, Philipp Scheidemann, oben am Habichtswald. Das war ein Mordanschlag von der Organisation Konsul. Und wenn man ein bisschen die Geschichte der Weimarer Republik kennt, und das gehört auch zur politisch-historischen Bildung, dann weiß man, es ist nichts Neues. Es ist keine neue Überraschung, dass Rechte sowas machen. Nein, das weiß man. Der politische Rechtsradikalismus ist zu Mord und Totschlag seit seiner Gründung immer fähig gewesen. Das ist eine Kriegserklärung an die Demokratie. Und wenn die Staatsorgane nicht mit den demokratisch gewählten Parlamentarier, den Ordnungskräften und so weiter der Stadt zusammenarbeiten, dann haben sie an der Stelle die Gegner schon gewonnen. Was ich auch nicht weiß, ist, vielleicht müssen Sie überlegen, wann das Verfahren
ist da ein ganz zentraler Schlüssel. Das haben wir heute am Abend nur gestreift. Und da ist zunächst mal ganz wichtig, dass die Themen, gerade auch NS-Geschichte und auch die Geschichte unseres eigenen Landes, was Ihr eigener letzter Beitrag auf Ihre Frage da beinhaltet hat, dass auch Geschichtsunterricht auch stattfindet, dass es eine Lehrpläne kriegt, dass man ausreichend Lehrer hat, die das auch kommunizieren, dass kein Unterricht ausfällt. Und da sind wir bei allen Problemen, die wir in unseren Schulen in Hessen haben, noch einen großen Schritt voraus. Und auch die gesellschaftliche Frage, die Sie natürlich ansprachen. Wir haben mehr Ganztagsschulen als je zuvor, wir haben das beste Betreuungsverhältnis in den Kindertagesstätten als früher. Da ist eine Menge schon auch passiert, trotz aller gesellschaftlichen Probleme. Das können Sie aber bei einer anderen Bodendiskussion auch nochmal nicht diskutieren. Eine Frage möchte ich noch zu positionieren, das ist das Erstarken von Rechten in Europa. Das sehe ich ähnlich dramatisch und ähnlich gefährlich, da haben Sie ja eine persönliche Einschätzung gefordert. Und ich sehe das schon mit großer Sorge, wie in Frankreich oder auch in Griechenland oder hier, Dänemark Rechte auch im Parlament sind und rechte Parteiorganisationen sich viel stärker im Parlament bewegen. Das hatte ich eingangs gemeint mit meiner Frage, mit meiner Aussage, dass die Rechten in diesen Parteiorganisationen nicht so greifbar sind. Mir ist wohl bewusst, dass gerade die sogenannten freien Kräfte und die Kameradschaften teilweise viel aktiver und auch viel gefährlicher sind als die großen Organisationen. Also das sollte nicht im Raum stehen, aber wir haben von den Parteilandschaften keine so große, starke rechte Partei wie in anderen europäischen Ländern. Das wollte ich damit eingangs sagen. Ja, das war jetzt ein ganzer Strauß von Fragen. Ich will versuchen, das abzuarbeiten. In der Tat ist es so, dass wir in Europa eine Tendenz haben, dass sich die Ränder stark werden und dass auch im Bereich des Rechtsextremismus wir der rechten Parteien wir Entwicklungen haben, die einen zu Sorgeanlass geben. Das ist richtig. Kann ich nur zustimmen, was Sie gesagt haben. Ich kann auch nur zustimmen, was Herr Krause-Filmer gesagt hat. Natürlich ist es eine Arbeit, die sozusagen von allen geleistet werden muss, gesellschaftliche Arbeit geleistet werden muss. Und es hängt an dem jüngsten Alter. Deswegen hat Herr Jeser vorhin gesagt, das war der Antrag, den wir ja gestellt haben, dass wir möglichst früh Kindergarten, Schule, außerschulische Bildung, dass wir dort etwas machen, dass wir die Kinder und Jugendlichen stark machen gegen solche extremistischen Bewegungen, gerade gegen solche extremistischen Ideen, wie Sie sie beim Rechtsextremismus finden. Das ist eine Aufgabe und dafür muss man sich mehr engagieren und dafür müssen wir auch Geld zur Verfügung stellen. Wir müssen uns eigentlich auch im Klaren sein, das ist ja, das klang auch durch die Frage an, vorhin gesagt worden, ja, wer Häuser anschmeckt und wer sich benimmt, da muss man auch mit rechnen, dass die Menschen umdenken. Nein, das war außerhalb unserer Vorstellungskraft, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, es war außerhalb unserer Vorstellungskraft, dass es mit unserer Geschichte eine Mörderbande gibt, die wahllos Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. Das war außerhalb unserer Vorstellungskraft, dass wir in Deutschland einen rechten Terrorismus haben. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und daraus müssen wir Schlüsse ziehen. Und diese Schlüsse haben wir ja zum Teil hier schon angesprochen. Das heißt aber auch, dass wir dieses gesellschaftliche Aufrechnen, Extremismus hier, Extremismus da, diese Form, jene Form, dass wir es endlich beenden, sondern dass wir uns ganz speziell in den Diskussionen der jeweiligen Extremismus, des Extremismus zuwenden. Ich halte auch nichts von diesen Statistiken. Also ich habe es neulich im Innenausschuss gesagt, Alexander, ich sage es jetzt nochmal, Denksportaufgabe. Was meinst du, wo der Mord aus 2006 in der Statistik für die hessische Polizei verortet worden ist? Mit Sicherheit nicht bei Rechtsextremismus. Es gibt so viele Übergriffe von Rechten in diesem Land, die nicht zuordnbar sind und die deswegen in Statistiken unter Kriminalität solcher oder solcher Art oder nicht aufklärbar oder sonst was gehen. Also hören wir auf mit dieser Art der Aufrechnung über Statistiken. Jeder Fall von Extremismus, jeder Fall, wo Menschen angegriffen werden, Menschen bedroht werden oder Menschen getötet werden, ist ein Fall zu viel und deswegen sollten wir diese Aufrechnung aufhören. Ich will es am Ende auch nochmal sagen, weil Sie es angesprochen haben mit den Thüringen. Ja, die Zustände in Thüringen sind in der Tat besorgniserregend. Da gibt es einen umfassenden Bericht drüber. Lesen Sie sich das an, da kommen Sie aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Und dieser durchgeknallte ehemalige Direktor des Verfassungsschutzes, der hat, glaube ich,
nicht der Leindecker in einem Leitartikel das Richtige zugesagt, dass das eine merkwürdige Gestalt ist und der ist ja dann auch abgelehnt worden. Aber ich nochmal, ich habe das auch schon gedacht und ich sage es hier nochmal. Was wäre eigentlich, Sie haben es angesprochen, mit den Rohrbombenfunden? Dass da eine Razzia gemacht wird, dass da Polizei aufmarschiert, das hat überhaupt nichts mit Verfassungsschutz zu tun, das ist ganz normale Polizeiarbeit. Irgendwo hinzugehen, an einen Ort, den zu umstellen, Leute festzunehmen. Und anstatt die festzunehmen, hauen die mal gerade ab und in den Garagen liegen 4 Rohrbomben. Was meinen Sie eigentlich, was los gewesen wäre, wenn derjenige, bei dem das gefunden worden ist, in die Moschee gehen würde? Was wäre da los in unserem Land? Da wäre kein Stein auf dem anderen geblieben. Kein Stein auf dem anderen geblieben. Da wären die Sicherheitsbehörden Tag und Nacht unterwegs gewesen, um die Leute zu finden, die Rohrbomben bauen. Und das ist dort mal gerade zur Tagesordnung übergegangen. Da hat man in verschiedene Richtungen ermittelt, dann hat man sie mal wieder gehabt, dann hat man sie nicht. Das ist sehr gut nachlesbar. Die Dienste gegeneinander gearbeitet, sich nicht koordiniert. Die Sachsen gegen die Thüringer hin und her. Wir haben das neulich vom Bundesverfassungsschutz waren wir beim Termin, da haben wir das auch nochmal. Es ist abenteuerlich, was da passiert. Und deswegen finde ich, sollte das politische Aufgabe aller sein, dass wir als demokratische Partei im Hessischen Landtag diese Formen von Extremismus gemeinsam bekämpfen und aufhören mit dieser Aufrechnerei rechts, links, vorne, hinten, Salafisten, Islamisten, sondern wir sollten uns den Extremismusformen zuwenden, mit denen wir es gerade zu tun haben. Und hier heute reden wir über Rechtsextremismus und da sollten wir alles daran tun, dass wir das möglichst effektiv bekämpfen und die Lehren aus diesen Morden ziehen, weil das sind wir den Hinterbliebenen und den Opfern schuldig. Sehr viel mehr Zivilcourage zeigen müssen, sehr viel mehr dagegen arbeiten.
arbeiten müssen. Ich persönlich finde diese Ergebnisse der Studien ganz erschreckend, wie weit in die Mitte der Gesellschaft diese Thesen verbreitet sind. Und ich glaube, dass wir da unsere Anstrengungen nehmen müssen, nicht nach Europa zu gucken und den Blick darauf zu richten, sondern nach hinten, nach Deutschland da auch zu arbeiten. Und dann gehört aber auch dazu, dass man nicht nur zivilgesellschaftlich dagegen arbeitet, sondern dass auch der Staat dann Geld dafür auch zur Verfügung stellt. Wir haben es schon gesagt, wir haben ein Landesprogramm, wollen wir auf den Weg bringen. Das können wir im Moment nicht, weil wir in der Opposition sind, aber wir werden dazu stehen. Da wird es auch um solche Fragen gehen. Dort Geld zu investieren, präventiv, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Dass in Bildung investiert wird, in gerade die frühkindliche Bildung. Dass wir diese Bestrebungen verstärken müssen und dass aber auch diejenigen, die schon zivilgesellschaftlich arbeiten, gerade gegen Rechtsextremismus, dass da auch Mittel verstärkt eingesetzt werden müssen. Und was diese schrecklichen Fälle der NSU betrifft, da geht es um schnelle Aufklärung und es geht auch darum, Sie haben es vorhin genannt, das Leiden hört nicht auf. Es muss endlich aufhören, deswegen brauchen wir da schnelle Aufklärung. Aber das Arbeiten gegen den Rechtsextremismus, das müssen wir noch verstärken und da müssen wir auch Mittel einsetzen und darum geht es auch in den nächsten Jahren, da verstärkt gegen zu arbeiten. Ich habe ein bisschen lange gewartet und gerne zugehört. Ich bin seit 42 Jahren in Deutschland und ich habe mich sehr gefreut, dass ich in diesem Land lebe und ich mag dieses Land und es ist auch mein Land. Und besonders für die demokratische Entwicklung war sehr gut, was wir eigentlich hier viel gelernt haben. Eben haben wir auch mit Polizisten gesprochen. Ich habe dann mit Joskat, also Vater von dem Karli Joskat, gesprochen. Die Kasseler Polizei haben ihn sehr gut betreut. Sogar haben sie immer die Kontakte aufrechterhalten, haben immer ihn zu Hause, diese Team, diese Aufgabe übernommen hat, besucht. Aber die ganze Beweismaterialien sind nicht in Kassel, sondern zu den Bundesstaatsanwaltschaften. Geschickt worden, deshalb, ich weiß nicht, was der Henning eigentlich bei der Anhörung sagen würde. Also jedenfalls, die ganze Kompetenz liegt jetzt zentralisiert in Berlin oder in Bonn. Wenn man so ganze Entwicklung nachschaut und als Migranten, ich habe Misstrauen gegenüber mit ganzen Entwicklungen und wie eigentlich den Bundesbehörden, Justizbehörden mit dieser Thematik umgehen. Sonst habe ich Vertrauen in Deutschland. Deshalb habe ich mir jetzt hier an dem Tisch überlegt, ob man vielleicht eine neutrale Gremium außerhalb Deutschland von UNO, von der Europäischen Gemeinschaft, um diese Sache genauso prüfen, nach Deutschland bringen könnte, soweit es noch nicht zu spät ist. Weil ein oder andere Beweismittel nach den Wunsch der leitenden Person, so wie beim Verfassungsschutz und bei der Bundeskriminalamt, vielleicht Teil schon vernichtet. Also ich bin sehr skeptisch und ich erwarte auch keine Ergebnisse, was wir gerne hören möchten, so Details, sondern es wird irgendwie geschleiert, verschleiert und ein oder andere Ergebnisse kommen. Das ist eine, was mich eigentlich sehr nachdenklich macht. Von anderer Seite machen wir auch noch uns auch fehlen in diesem Land NPD. Dass man immer hier diskutiert, und gibt es auch sogar seine Steuergelder, weil sie dann Partei hatten, und die machen noch mehr Hoff, als sie vielleicht vor der NPD gegründet haben. Und wie man in Deutschland mit NPD umgeht, das ist sehr kleine Minderheit. Haben sie auch Jugendlichen gesehen, ich gebe die ganzen Gedanken, die sind wahrscheinlich schon gekauft und hier, die kämpfen das gegen Neonazismus und viele, leider, wie wir hier hören könnten, machen ein Auge zu und sagen, okay, also was ich nicht weiß, warum ich nicht heiß so etwa in dem Sinne. Aber es ist ein Land, das in der Geschichte eigentlich ganz frisch noch die Erfahrung hat. Es hat in Bayern auch so angefangen wie eine kleine NPD und haben wir dann später gesehen, wie das sich erweitert hat. Entschuldigung, wenn ich dann Ihre Geschichte nochmal euch dann weiter sagen wollte. Also viele Sachen laufen nicht so, wie wir Demokraten hier unter uns unterhalten, gerne auf diesem Land erleben und sehen möchten. Und wenn da eine Sarazin, eine Person Hoff macht und auch bei einer großen Partei, die nicht in der Lage sind, das auszusetzen, tut mir leid, das ist nicht Ihre Person,
Allgemeinheit an und also Ihnen, Entschuldigung. Ich möchte hier nicht über die Partei sprechen, aber es gibt immer Personen, die offiziell die Migranten ausnutzen, verschlechtert betrachten, und es gibt immer noch in diesem Land, wie Sie auch dann gesagt haben, dass wir mit unserem Glauben alle, weil die Muslime, nicht der Herr Zeigen oder andere, der vielleicht von diesem Land kommt, dass irgendein Mist gebaut hat, sondern die Muslime, die Türken, die das. Und das ist so lange, wenn das geht, wir sollen uns nicht in Kassel oder außerhalb Kassel nicht bewundern, dass viele Jugendliche das hören, sehen und lesen, wie dann anderen Möglichkeiten mit uns umgehen. Und das müssen wir vielleicht gesellschaftlich gemeinsam, wie Sie gesagt haben, wie alle vielleicht hier denken, bekämpfen. Das kann man natürlich nur sagen, aber wir sind selbst auch großteils schuldig, dass solche Leute wie in Kassel oder in anderen Städten oder in Deutschland irgendwie neues Boden kriegen. Und weil wir die anderen immer tolerieren. Demokratie ist sehr schön. Ja, als Wort, es ist wirklich sehr gut geschrieben in Wörtern. Aber hat auch jeder Toleranztechnik mit seinen Grenzen. Und bei den V-Leuten, nein, wir können das nicht nehmen, weil da das geht. Und diese ganze Diskuterei macht mich ärgerlich. Deshalb ärgerlich, die Stadt muss eigentlich seine Mechanismen so aufbauen, dass jeder in diesem Land sich wohl und geschützt fühlt. Und das ist nicht meine Aufgabe, ob man das sieht oder nicht sieht. Aber meine Aufgabe ist, das zu überwachen, was haben die V-Männer bis jetzt gemacht. Ein V-Mann hat schon ein Interview zum Fokus gegeben, dass er 380.000 Euro bekommen hat. Und er hat dieses Geld für seinen Job, was er gemacht hat, für den Aufmarsch der NPD investiert. Und das ist bestimmt nicht der Absicht, was wir als Bürger vor unserer Stadt erwarten. Und also noch viele sagen, aber am Ende, vielen Dank nochmal an allen, dass Sie sich beteiligt haben, und ich bin nicht glücklich, was alles in Berlin oder bei der Bundesstaatsanwaltschaft laufen würde. Wir werden das erleben. Und es wird Verschleier. Nicht das gesagt, was alles hinter uns steht. Ich bin deshalb skeptisch, aber ich möchte allen offen sprechen, Demokraten danken. Ich spreche deshalb ganz offen. Ich möchte nicht in der Geschleier, das war nicht der Migranten mit dieser Höflichkeit und das dann. Meine Damen und Herren, ich bin ein Mensch der Welt. Und alle. Ist egal, welche Farbe, welche Nation. Das sagen Sie mir, das sagen wir alle. Ich möchte nicht Sie drüben, wie der Imam im Moschee oder der Priester in der Kirche, der Anwesende immer schimpft oder sagt, das meine ich nicht. Aber das muss nach unserer Demokratie überall gelten. Deshalb müssen wir versuchen und erwarte ich von den Politikern, dass sie auf Landesebene dieser Druck auf Bundesebene üben, dass das wirklich richtig aufgeklärt wird, nicht geschreit wird. In Frankfurt haben wir einen Fall gehabt, dass eine Frau aus Afrika ist mit einem Kugel von einem Polizist ermordet worden. Das war Selbstverteidigung und die Mappe ist schon zu. Also solche Sachen müssen wir wirklich richtig aufklären, damit wir von unseren Bürgern den Vertrauen gegen die Stadt aufbauen können. Sonst sind sie alle misstrauisch. Wir sind glücklich, dass wir offen sprechen, aber es gibt Tausende, die nicht offen sprechen, aber viele andere Gedanken haben, die wir nicht wissen, in welcher Richtung laufen. Ich möchte nochmal herzlich danken für diese ganz tolle Veranstaltung. Ich möchte nicht das letzte Wort gesagt haben, weil ich habe mich gesprochen. Die Politiker haben das Wort. Ich danke auch an Frau Schroff, an die Frage. Entdeckt worden ist. Wir waren aus ganz vielen Gründen nicht erstaunt.
immer in diesem Land hier geherrscht hat und noch herrscht, dann gibt es Ansätze, dass man das hätte deutlicher sehen können. Wir haben eine Untersuchung gemacht über die Geschichte des Hessischen Landtags und seine braunen Wurzeln. Die können Sie da mitnehmen, wenn Sie wollen. Und dabei kommt heraus, dass zu Beginn des Landtags bis zu 70% der Abgeordneten eine braune Geschichte hatten. Und das ist nichts, was einen begeistern kann, sondern das ist was, das einen wirklich entsetzen muss. Und dass das aber braucht bis heute, um das herauszufinden, das finde ich so problematisch. Ich finde problematisch, dass wir über viele Jahre so getan haben, als ob es wenig oder keinen Rassismus in unserer Gesellschaft gäbe. Den hat es immer gegeben. Und es hat immer latent rechtes Gedankengut gegeben, das man aber gerne ignoriert hat, weil es so unbequem war, sich damit zu beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte tut manchmal weh. Aber wenn sie bis in die Gegenwart geht, dann tut sie noch mehr weh. Und um diesem Schmerz aus dem Weg zu gehen, ist ganz viel totgeschrieben worden. Das ist sicherlich nur ein Motiv davon. Das andere ist aber auch, dass es immer auch ein Stück bequem war, auf jemand anders zu zeigen, der schon ein Problem ist. Und das ist an vielen, vielen Stellen gemacht worden. Was die Integrationspolitik der letzten 20 Jahre angeht, so kann man nur sagen, die ist kläglich gescheitert. Und das kann man an ganz vielen kleinen und großen Stellen immer wieder nachweisen. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn wir gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausspielen, dass das Ausspielen am Ende auch greift und funktioniert. Und dass manche Menschen sich dann berechtigt fühlen, anderen Leuten Scheiben einzuschmeißen, Ansätze zu werfen oder Menschen zu verprügeln. Und wir haben nach wie vor ein Thema, das mich unglaublich erschreckt. Mir hat gestern jemand berichtet darüber, dass es am Samstag einen Überfall von in dem Ort bekannten Rechtsradikalen gegeben hat, die mit 5 Menschen einen anderen zusammengeschlagen haben, der schwer verletzt worden ist, der sich aber nicht traut, zur Polizei zu gehen, weil er auch kein Vertrauen in die Polizei hat, wie mit solchen Aussagen umgegangen wird, wie Personenschutz gewährleistet wird, wie sichergestellt wird, dass Dinge, die man dort bei der Polizei sagt, nicht nach draußen bringen. Dass Menschen, die Opfer sind, feststellen müssen, dass Sachen, die sie bei der Polizei aussagen, sie irgendwo in der Öffentlichkeit wiederfinden. Das passiert gegenwärtig immer noch. Ich bin auch deshalb nicht so erstaunt über das, was da passiert ist. Wir haben die Erfahrung als Linke gemacht mit dem Überfall auf unser Solid Camp. Da ist uns vorgeworfen worden, als wir das immer wieder thematisiert haben, wir instrumentalisieren ein Opfer. Mitnichten. Wir haben versucht, darauf hinzuweisen, was außerhalb von Parteistrukturen in der rechten Szene sich da tut und dass das sehr wohl Strukturen sind, auch wenn ohne Kasse und ohne Verein und ohne Vorsitzenden, aber sehr wohl Strukturen. Das ging so weit, dass unser Abgeordneter im Innenausschuss, das bin ich nicht an dieser Stelle, dass der angegriffen worden ist. Herr Marschaus war damals noch Vizepräsident mit dem Antrag, dass man ihn als Vizepräsident abwählen müsste, weil er Demokratie- und rechtsstaatswidrige Äußerungen trifft, weil er gesagt hat, dass das Landesamt anscheinend mehr wusste, aber nicht präventiv gehandelt hat. Und wenn man sowas ausspricht und dann geschnitten wird und mit Sanktionierungen rechnen muss, dann ist das ein Klima, in dem es nicht möglich ist, bestimmte Dinge so zu sagen, wie sie sind, bestimmte Dinge zu benennen. Ich hoffe, dass das jetzt anders wird, aber ich erlebe genau das leider nicht. Ich erlebe immer noch, dass wir im Dunkeln tappen, ich erlebe immer noch, dass Menschen nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind bislang, ich erlebe immer noch, dass wir als Öffentlichkeit ganz wenig informiert sind und fast jeden Tag kommt was Neues an die Öffentlichkeit und meistens erfahren wir es aus der Presse. Wir erfahren es nicht, weil wir einen Innenminister haben, der sagt, ich habe da was mitzuteilen, auch wenn es unangenehm ist, aber ich sage das der Bevölkerung dieses Landes jetzt. Ich kann Ihnen empfehlen, die Wochenzeitschrift der Freitag von der letzten Woche zu lesen. Da gibt es einen spannenden Artikel über die Zusammenhänge zwischen dem, was hier in Kassel passiert ist, und V-Leuten. Und ich glaube, es ist einfach beschämend, dass wir das aus der Presse erfahren müssen und dass wir nicht informiert werden. Und das setzt sich fort und setzt sich insbesondere in Hessen fort. Das ist eine grauenvolle Tendenz, die da besteht und meines Erachtens nach auch weiter besteht, weil nach wie vor keine klaren Aussagen aus dem Innenministerium kommen. Veranstaltung so konzipiert, dass
dass Sie diese Fragen stellen sollten und wir erste Antworten bekommen haben von unseren Abgeordneten. Ich nochmal allen danke, dass Sie den Weg gefunden haben, auch durch den Stau. Ich denke, wir werden an dem Thema dranbleiben, weil viele Fragen sind nach wie vor nicht abschließend beantwortet. Und ich denke, wir werden auch als Stadt Kassel an dem Thema des Rechtsextremismus dranbleiben. Und ich denke, es wird nicht die letzte Veranstaltung zu diesem Themenkomplex sein. Vielen Dank und noch schönen Abend.